Der Samstagjass mit den Pax-Versicherungen, Ihrem Partner Vorsorge. Das ist der letzte Samstagjass vor der Sommerpause. Guten Abend miteinander. Wir begrüßen euch alle aus dem Bächlihof in Rapperswil-Jona. Und ich freue mich ganz besonders auf unseren prominenten Gast. Es ist nämlich eine ehemalige Arbeitskollegin von mir. Begrüßt mit mir zusammen Regula Spenny. Hallo. Regula. Hallo. Ja, lang ist es her, seit wir zusammen im Sport gearbeitet haben. Jetzt bist du gar nicht mehr beim Fernsehen, vermisse ich es nicht? Nein, überhaupt nicht. Das war eine super Zeit, es war eine strenge Zeit mit meinen drei Kindern. Und jetzt habe ich einfach mehr Luft, um die wunderbare Umgebung hier zu geniessen, um auf den Bächlihof zu kommen mit meinem Sechsjährigen und zu spielen da draußen. Wir können viel Äpfel posten und Glasse essen. Und das hat es vorher fast nicht gegeben und darum geniesse ich das jetzt umso mehr. Wir reden mehr über dein Familienleben. Du bist auch heute nicht als Sportmoderatorin da, sondern in einer anderen Mission, Jasse. Ja. Wie hast du es? Sehr starke Anfängerin. Also, es ist ja so, dass die Schwiegereltern viel mit den Kindern gejasset haben und die dann heimgekommen sind und gesagt haben, Mami, tun wir zusammen jassen. Und ich immer gesagt, sorry, ich kann das nicht. Und als ihr jetzt angefragt habt, habe ich jetzt natürlich den Kick gehabt, um das zu lernen. Und jetzt freuen sich die Kinder, dass ich dann mit ihnen hier jasse. Gut, dann hoffentlich haben sie Freude, Mami. Gehen wir miteinander an den Jastisch. Dani Müller, unser Schiedsrichter. Hoi, Dani. Albert Geiser. Für euch. Und Claudia Schwager. Hoi, Claudia. Dani, schaust du ab und zu Sportsendungen? Ich schaue viel und gern. Und vor allem natürlich SRF 2, weil die haben eine super Palette, was sie anbieten. Wirklich, schaue ich gern. Das hören wir beide natürlich gerne, gell, Regula. Albert, du bist auch ein Sportfan, gell? Ja, aber nur beim Schauen. Ja, das längert. Was schaust du denn am liebsten? Fußball. Und was bist du Fan von einer Mannschaft, irgendetwas? Also sicher nicht GC. Das ist wenigstens eine ehrliche Antwort. Selber hast du auch mal Sport getrieben? Selber habe ich auch mal gespielt. Da haben all meine Verteidiger gegner Angst gehabt. Weil ich bin gerne umgekehrt, aber nicht, weil sie mich gewählt haben, sondern weil ich müde bin. Auch Claudia Schwager ist sportlich, gell? Ja, du hast 8 verschiedene Jobs und das alles als Schwimmlehrerin? Fast alles als Schwimmlehrerin. Ich arbeite als Nothilfeinstruktorin, Meisterin. Ja. Und wo trifft man dich am meisten an? Im Alpenmare. Also alle, die in dieser Sicht kommt, mir bekannt vor, hat nämlich die Regula vorher auch gesehen. Also Claudia, die kennt man wahrscheinlich vom Alpenmare her. Jemand von euch drinnen kann einen Reisegutschein gewinnen im Wert von bis zu 5'000 Franken. Regula, könntest du mit den Kindern in die Ferien, ihr natürlich auch. Je besser ihr jassen, das heisst, je weniger Differenzpunkte, die ihr macht, umso höher ist der Gutschein bis zu maximal 5'000 Franken. Das sehen wir auf unserer Gewinnskala. Macht zum Beispiel jemand 5 Differenzpunkte, dann gibt es ganze 5'000 Franken. Macht der Sieger 14 Differenzpunkte, zum Beispiel, dann kann er noch für 3'000 Franken Ferien machen. Am Telefon ist jetzt der Florian Schweitzer, 21, aus Bächli. Hi, Florian. Guten Abend, Monika. Guten Abend miteinander. Du hast sehr gerne Tier und für das genau der richtige Job. Ich bin Bauer und für mich war klar, dass ich mal Bauer werde und die Heim wird übernehmen. Das Schöne am Bauern ist halt der Umgang mit dem Tier und das Verrussensein der Natur und der Umgang mit der Maschine. Das Einzige, was vielleicht nicht so schön ist, ist am Morgen früh aufstehen. Vor allem, wenn man am Abend vorher im Ausgang war, ist das Aufstehen ziemlich streng. In meiner Freizeit tue ich am liebsten mit meinen Kollegen ums Auto herumschrauben. Aus dem Flicken tun wir es auch tunen, das heisst tiefer legen, gute Musikanlage ein. Aber das Allerwichtigste ist der Motorensound. Es gibt nichts über einen tiefen, brummenden Motorensound, den man schon hört, ohne dass man gross Gas geben muss. Wir sind nicht nur in der Garage, wir sind sehr gerne draussen. Hier, wo ich wohne, haben wir in der Nähe gerade einen Hausberg. Das Hauptthema sind die Frauen. Wir können stundenweise über sie reden, aber es nützt nicht viel. Wir werden sie, glaube ich, nie verstehen. Trumpf in der ersten Runde ist Rose.
Ja, Florian, weißt du, es geht uns auch so. Wir Frauen verstehen die Männer auch nicht immer. Ja, glaub, gell, das habe ich schon gedacht. Es wird ewig ein spannendes Thema sein. Hast du schon eine Freundin oder schaffst du noch dran? Nein, ich habe eine Freundin. Hast du eine Freundin? Aber die verstehst du wenigstens einigermaßen. Ja, man muss ein bisschen von Tag zu Tag. Das ist ja gut. Ja, weißt du, da muss man auch an dem muss man arbeiten, dass man sich versteht, gell? Ja, sicher. Ja, ja. Du hast ja bis 21, hast noch ewig Zeit. Ja, ja. Rose ist Trumpf. Hose. 28. Gut, vielen Dank. Die Buchhaltung wird noch erledigt, aber die Regula kann gleich schon ausspielen. Ein bisschen schön reinlegen. Keller König. Die Regula Späni spielt schnell. Schelle 6. Der Stich geht zu der Claudia Schwager mit dem Schellenober. Schilde Ass. Gestochen der Albert Geiser mit dem Trumpf König. Der König. Nehmen wir einen Stich für den Telefonjasser mit dem Schild der König. Schild den Hund. Hoi, Regula, leck. Die Regula Späni spielt den Bauer. Eichlen Ober. Der Florian Schweizer am Telefon sticht mit dem Eichlen Ober. Eichlen 7. Das Trumpf Ass kommt von der Regula Späni und der Albert Geisler hat keine Eichlen. Gut. Eichle nass. Gestochen trat Geister mit dem Trumpf. Zehni. Und sechsi noch. Und an der letzten Stich mit dem Zimmi wird man beim Albert Geister. Bravo, Florian. Danke. Gut gemacht. Ja, ist super gegangen. Ja, ja. Sehr gut. Die Regula hat mir fast ein bisschen leid tun, gell? Du hast was hast du? Nellbauer, Ass und der Ober. Ja, hast alles. Also gut. Weißt, für deine Kinder muss man dann nachher sagen, wenn sie sagen, Mami hat in der ersten Runde nicht so gut geassen. Also sie hat ein ganz schwieriges Kart gehabt. Danke, Monika. Gell? Also einfach für dich so ein bisschen zur Verteidigung. Es war eh eine komische Runde, gell? Ass sind ein bisschen hin und her geflogen bei dir. Und wir haben dann aber unseres auch wieder. Wir haben es reingenommen und wir haben das anderes wieder müssen. Nein. Dani sind wir noch. Jetzt 143 Punkte sind angesagt gewesen. Die Regula Späni hat ja sehr viel Trümpfe gehabt. Urzvierte seit 50 an, 68, Differenz 18. Das geht. Das ist gut. Ja. Der Albert Geisser, er will 42 machen, macht 48, Differenz 6.
Claudia Schwager, Chess 23, macht 13, Differenz 10. Gut. Und eine Punktlandung am Telefon, der Florian Schweizer sagt 28, macht 28, Differenz 0. Ja, Regula, das war wirklich mit diesen Karten gar nicht so wahnsinnig schlecht. Du hast vorher gesagt, du bist jetzt in erster Linie Hausfrau und Mutter, aber so ganz hast du die Arbeitswelt rücken doch nicht hier, gell? Nein, ich mache noch viele Moderationen, Tagungen, Podien, Galas und mache Medientraining, also mit irgendwie Leuten aus der Wirtschaft oder mit Sportlern, die irgendeinen Auftritt haben vor den Medien oder auch an einer Tagung, wo ich schule. Du hast 3 Kinder. Wie sportlich sind denn die? Fast zu. Also, ja, mit immer, wo auch Sportreporter ist, oder? Ja, der Sean Simpson hat mir letztens gesagt, du bist jetzt eine Hockey-Mom. Also, wir haben einen Bub, der sehr intensiv da bei den Lakers Hockey spielt, 6-mal in der Woche und zum Teil halt dann am Morgen um 6 Uhr. Und dann ist Mami Taxifahrerin und das Mädchen shootet. Die hat jetzt gerade nebenzu ein Match. Und der Kleine, der macht Karate und spielt Tennis und shootet auch. Also, das ist volles Sportprogramm. Volle ja. Aber ich glaube, das ist auch schon ein bisschen in deinem Sinn, oder, als Mutter, weil es gibt ja den Kindern auch wahnsinnig viel. Sehr. Also ich merke jetzt ja, wo sie so langsam in die Pubertät kommen, die älteren zwei, dass es sehr sinnvoll ist, dass die im Sport eine Herausforderung haben, wo sie sich Selbstvertrauen holen können, wo sie in einem Team sind, wo sie auch einen bestimmten Raster haben, wo sie neu sein müssen, weil die Elektrogeräte sind nicht zu unterschätzen. Sie würden, auch unsere würden stundenlang an diesen Geräten hückeln. Und so haben sie einen Haufen Sachen, wo sie motiviert, wo sie einen Raster haben. Und da sind wir sehr froh darüber. Und es ist enorm wichtig, ich sehe das jetzt bei uns, dass viele Kinder oder die meisten Kinder das machen können. Und da kann man dem Verein nur danken, dass sie so viel Know-how und Leute auch zum Teil kostenlos zur Verfügung stellen, damit die Kinder in der Freizeit gut betreut und versorgt sind. Wir haben vorher darüber diskutiert, es ist so ein bisschen auf Messerschneide gestanden, Rapperswil-Jona Lakers, dass sie absteigen. Ja. Und irgendwie ist man sich dem gar nicht bewusst. Also, wenn sie abgestiegen wären, hätte das natürlich auch Konsequenzen gehabt für die Junioren. Ja, die haben eine hervorragende Juniorenabteilung mit vier Profitrainer und wenn die abgestiegen wären, die Grossen, dann hätte der Juniorenabteilung 500.000 Franken im Jahr gefehlt und dann wären die Trainer hätten müssen gehen und die Kinder hätten nicht mehr so können betreut werden, so professionell und so gut. Und das hätte einen grossen Einfluss gehabt, dass man nicht mehr so viele Kinder hätte können im Spitzensport und im Breitensport betreuen. Und von daher weiss ich nicht, ob sich die Spieler manchmal bewusst sind, was für eine Verantwortung dass sie haben, die M1. Oder? Und wir selber vergessen zusammen auch. Dein Mann ist der Sportreporter Stefan Bührer, sehr viel unterwegs, vor allem tennismäßig natürlich. Und du hast gesagt, du fährst deine Kinder von A nach B. Manchmal geht das ja fast ein bisschen richtig alleinerziehende Mutter, in Anführungsstrichen. Ja. Es ist so, wobei, wenn er dann da ist, macht er sehr viel. Er kocht, er wäscht, er putzt, er fährt auch die Kinder herum. Aber er ist natürlich, wenn der Roger Federer irgendwo ein Tennisturnier hat, dann ist er Reiter im Hinterdrehen und kommentiert die Match. Und dann müssen wir halt daheim herumwursteln. Aber die Kinder sind in der Zwischenzeit auch so gross, dass sie mithelfen können oder auch mit dem Velo noch einmal zu herren. Also das mache ich vor, dann schon nicht immer mit dem Auto. Sie können dann auch mal mit dem Velo mit dem Velo fahren. Wir fahren jetzt auch weiter, und zwar mit der zweiten Jassrunde. Am Telefon ist Lucia. Hier stand 57 aus Uster. Hallo Lucia. Hallo Monika, guten Abend miteinander. Du bist Fan von einer ganz speziellen Musikband. Und was du alles für die tust, das erfahren wir gerade jetzt. Ich bin ein riesen Fan von der österreichischen Schlagerband Die Paldauer. Ich sammle alles sammeln von Zeitungsartikeln über CDs. Ich gehe auch mit auf Reisen, die es organisieren. Wir sind schon in Malaysia, Mexiko, Dubai gewesen. Und ich habe einen verständnisvollen Partner, der mich hier begleiten tut, auch wenn er nicht unbedingt die Leidenschaft teilt. Mein zweitgrösstes Hobby sind meine Pflanzen. Ich kann von mir sagen, ich habe einen grünen Daumen, weil selten geht eine Pflanze kaputt. Meine Lieblingsblumen sind die Orchideen. Und da ist es einfach besonders schön zu sehen, ist, wenn wieder neue Blüten reinkommen. Um mich sportlich zu betätigen, nehme ich meine Stöcke mit und gehe walken, weil es einfach für die Gesundheit sehr gut ist. Und auch wenn es manchmal den inneren Schweinehund braucht, wenn der überwunden ist, dann merkt man, wie gut das einem getan hat. Trumpf in der zweiten Runde ist Eichle.
Lucia, hast du auch Kinder selber? Ich habe 4 Kinder, ja. Und sind die auch so begeistert von deinem Hobby? Nicht unbedingt. Also die 3 Buben, die haben halt einfach immer müssen mithören, weil mir läuft einfach nur immer Schlagermusik. Und die Tochter, die hört es aber auch sehr gern. Ja, abgesehen davon bist du voll im Trend mit Schlager. Ich weiss. Gell? Eicheln ist Trumpf. Ja, was hast du überlegt? 27. Danke dir. Regula, du darfst wieder ausspielen. Das ist ein bisschen 6. Da kommt schon schnell von der Claudia Schwager. Schildenkönig. Dann haben wir 4 Punkte für Regula Späni mit dem Trumpf 8. Nein. Geht im gleichen Stil weiter mit der Regula. Das Trumpf 10. Der Bauer spielt Regula Späni. Rose Ass. Lucia, hier steht am Telefon, gibt es Rose Ass. Schale 6. Gestochen die Regula Späni mit dem Trumpf König. Rose Sydney. Die 5 Punkte gehen zum Albert Geisser. Schale Sydney. Da kommt der Trumpf oben von der Regula Späni. Sie arme, wieder alle Trümpfe. Fast alle. Rose 10. Wenn wir nochmal 12 Punkte zu der Regula Späni gehen. Jetzt machst du aber eine grosse Sammlung, gell? Alle Dinge, ja. Super. Oh je. Ja, und an den letzten Stich. Es ist, glaube ich, allen nicht wirklich gut gelaufen. Nein. Gell? Ich glaube es. Du bist ein bisschen offensiv mit den Trümpfen reingegangen. Aber wir werden es sehen. Wir werden die Runde dann aus. Noch ein bisschen Musik. Der Martin Kessler ist Wirt und Metzger in Uzne. Wir waren ja auch schon mit den Samstagssendungen bei ihm. Und nicht nur das, er ist natürlich auch ein begnadeter und begeisterter Musiker. Zwischendurch spielt er sogar für seine Gäste. Jetzt hören wir ihn und seine Freunde. Er entführt uns mit ihnen so ein bisschen die nähere Umgebung hier vom Bächlihof und natürlich auch ein bisschen an den See runter. Und wir hören von ihm und seinen Freunden den Titel «Sommernacht am Riffen». We'll be right back.
glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Eine wunderschöne Umgebung haben wir hier gesehen. Und jetzt, glaube ich, ist es nicht so wunderschön mit der Auswertung von der 12. Runde, Dani. Das wäre noch gut gewesen. 153 Punkte, da so richtig gräbelt am Tisch. Die Regula Späni, die 67 macht, macht 109, Differenz 42. Der Albert Geisser schätzt 27 macht 5, Differenz 22. Claudia Schwegler schätzt 32 macht 25, Differenz 7. Und Lucia hier stand am Telefon 27 angesagt, 18 gemacht, Differenz 9. Am Telefon ist jetzt Hans Grünenfelder aus Utzne. Salut Hans. Hallo Monika, grüezi mir an. 4'000 Franken gibt es für dich schon zu gewinnen. Freust du dich, gehst du mal gut essen? Gute Sache, jawohl. Gute Sache, jawohl. Ja, du hast es super gemacht das letzte Mal. Ja, es ist das letzte Mal schon schwierig geworden. Da, ich meine, da, der Albert und auch du, Claudia, hatten nur 4 Differenzpunkte gehabt. Das ist jawohl. Immer ein bisschen schwierig. Schellen ist Trumpf. Jetzt musst du einfach, jetzt bleibt dir gar nichts anderes übrig, als 0 Punkte zu machen. Genau. Das Nullerblatt und sonst. Das wünscht sich die Regula schon. Ja. Sie hat gesagt, sie wette eigentlich nichts mehr so mit Bauer und Nell und Ass und so ähnlich. Schellen ist drauf. Es ist sonst hier immer in der Mitte. Kann man es noch nachschauen, falls es mal vergessen. So. Ja, Schellen. Ja, das Rosenass passt nicht rein. Sagen wir 25. Okay, ist gut. Regula, du darfst wieder ausspielen. Geben wir das Rosenass. Da kommt schon schnell vom Albert Geisser. Der tut heim, was er kann. Musst du den Stichen noch reinnehmen. Schild der 10. Wir nehmen einen Stich für die Regula Späni mit dem Schild unter. Eichler Bauer. Auch der Stich gehört mit dem Roten König, der Regula Späni. Rosen ist gespielt, ja. Eichler 9. Gestochen der Albert Geisser mit dem Trumpf Ass. Schellen König. Haben wir 14 Punkte für den Telefonjasser mit dem Trumpf König. Geben wir es Eichler Ass. Ich bleibe so schön. Das war es. Also, jetzt kannst du fertig essen. Ja, komm. Ja, ist gleich. Geben wir schnell eine 8. Gell, hätte ich jetzt auch gegeben. Dann sind wir dann los. Sind wir einig. Ja, gut. Da kommt der Trumpfbauer vom Albert Geisser. Mit dem hättest du ein bisschen vorher kommen können, Albert. Wieso? Hat dem Hans besser gepasst. Geben wir es 10. Mhm. Haben wir nochmal 10 Punkte für die Regula Späni. Sie nimmt es dankend an.
Gerade noch mal, genau. Und noch 6. Und der letzte Stich bleibt noch bei der Regula Späni. Ja, Claudia jubelt, ihr ist es gut gegangen. Ja, und wir gehen mit dem Ass sind wir tauchen. Was soll es, Hans, gell? Was soll's? Schön ist es. Schön ist es, danke vielmals. Florian hat es auch verdient, dass er Champion ist. Ja, das ist doch gut. Dani, ja. Ich werde schon wieder verschrocken. Es sind 112 Punkte angesagt und dann geht es einfach nicht auf. Die Regula Späni hat auch wieder ein bisschen mehr ansagen. Sie sagt 20 an, macht 46, Differenz 26. Die Arbeit Geisser, 67 angesagt, 72 gemacht, Differenz 5. Claudia Schwager kann 0 ansagen, macht 0, Differenz 0. Und am Telefon der Hans Grünenfelder 25 geschätzt, 39 gemacht, Differenz 14. Wir haben den neuen Champion. Mit 0 Differenzpunkten ist das der Florian Schweizer. Und wie sieht es am Tisch aus? Dritte wird Regula Späni mit 86 Differenzpunkten. Auf dem zweiten Rang haben wir Albert Geisser mit 33 Punkten. Und Claudia Schwager gewinnt mit 17 Differenzpunkten. Und mit 17 Differenzpunkten gibt es einen Reisegutschein im Wert von 30'000 Franken offeriert von Aldi Swiss Tours. 3'000 Franken, genau. Ich kann es ja lesen, gell, Claudia? Und kannst mit deiner Tochter vielleicht eine schöne Sommerferien machen. Ja, ab sofort kann sich mein Kollege Ron Kilsberger mit den Differenzen umschlagen. Er geht nämlich jetzt gerade auf Tournee mit dem Dunstigjass und bringt die Jassschweiz zum Kochen. Ich und ich hoffe auch Sie haben richtig Lust auf einen Jassabend. Wolkenfreier Himmel. 38 Tage, 38 Nacht, Differenz 0. Am 4. Juli geht es los mit dem Donnerstagjass in Murten. Wir melden uns wieder zurück in alter Frische mit dem Samstagjass am 24. August. Habt einen schönen Sommer, bleibt trocken und bis dann auf Wiedersehen miteinander. Hat gemeint, mit 69 Differenzpunkten aus der letzten Sendung sind die Spitzen erreicht. Aber nein, Paul Späni bringt es auf 86. Bravo! Jetzt hört der Herr Wolf für jeden mal passieren, oder? Und abgesehen davon, wo der Dier noch Sportreporterin war beim Fernsehen. Ist ein gutes Stichwort, das ist schon länger her, oder? Inzwischen hat das Fernsehen etwa 3-mal den Namen gewechselt. Nein, jetzt hast du. Du wirst gescheiter Golf spielen wie ich. Ja, Golfen passt zu dir. Mhm. Du trägst ja schon seit Jahren Golfsocken. Was Golfsocken? Etwa 18 Loch. Ah, die Regula Späni, hä? Ja, die war im Fall 12-mal Schweizer Meisterin im Schwimmen, gell? Ah, die hat ja gescheiter mehr gegessen und weniger da im Schwimmbad rumgeplänzelt. Ja, apropos für meine Cousin, Brüder, der Sohn, Freund. Ist auch vorbei mit dem Bodyguard, gell? Hä, wegen? Hausverbot. Hä? Der hätte das Becken eingebrünnelt. Mein Gott, wegen dem Hausverbot? Ja, das machen die anderen auch. Aber doch nicht vom 10 Meter Turm oben runter. Aha. Der Samstagjass mit den Pax-Versicherungen, ihrem Partner.